Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir haben in der letzten Folge den Tempel hier gecleared, beziehungsweise das Granit-Steinwerk, so hieß es ja. Und wir haben Zelda wieder getroffen, allerdings ist sie auch schon wieder weg. Ja, wir müssen hier mal wieder hinterher. Immer diese Zelda, immer läuft sie vor uns weg. Dabei sehen wir doch gar nicht so beschissen aus. Aber sie hat uns ja was gegeben, nämlich ihre Lyra. Das schöne Ding hier. Ich finde die Mechanik davon ganz witzig. Ja, und ich glaube, Fei hatte uns auch gesagt, wo wir jetzt hin müssen. Wir befragen sie doch mal. Du hast mich gerufen, Gebieter. Ja, nächstes Ziel. Laut Zeldas Begleiterin im Tempel der Zeit wird dir die Hüterin im Siegelhain den Weg zu Zelda weisen. Momentane Spielzeit, okay, ja, auf 15 Stunden sind wir schon dran. Na, gut. Gut zu wissen. Wir befragen mal unseren Goronen-Kumpel hier. Bin mal gespannt, was er zu sagen hat. Du warst drinnen. Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir früher sagen sollen. Ja, wir haben es doch auch gerade rausgefunden, Mensch. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Okay. Jetzt kann ich das Innere erforschen. Und danach will ich zum Siegelhain. Ich habe zu tun. Dinge und so. Na gut, wir auch. Und zwar zum Siegelhain. Nachdem wir diesen Octorok platt gemacht haben. Ich heb mal das Schildchen hoch. Putz. Ach, Moment. Boing. So. Die kann man ja zurückwerfen. Oh, ein Fünfer. Nice. Dieses komische suchende Viech will ich jetzt... Ich glaube, uns ist damals eins abgehauen. Das möchte ich jetzt hier mal eben einsammeln. Wer weiß, wozu es so gut ist. Oh. Upsa. Eine Sandzikade. Die brummen immer so. Das ist dieses Bzzz, was wir die ganze Zeit hören. Zwei Stück haben wir. Damit können wir mit Sicherheit irgendwie einen Zaubertrank. Ein Zaubertrank, sag ich schon. Ihr seid doch nicht Asterix! Oder irgendeinen magischen Trank verfeinern. Upsa. Nicht laufen. Können wir die auch direkt mitnehmen. Wenn wir was packen. Oh, das ist so ein ätzendes Geräusch. Das ist so ein ätzendes Geräusch. Zack. So. Aber jetzt gehen wir zum Siegelhain. Bevor wir noch mehr Zeit verplempern. Erstmal zum Wolkenmeer. Denn alles geht übers Wolkenmeer. Schwumm. Wenn ich recht bedenke, müssten jetzt auch wieder Truhen leuchten. Bin ich mal gespannt. Auf Plus war das, genau. Ja, hier ist sogar eine in der Nähe. Dann... So, ich glaube auf C war das, ja genau. Dann biegen wir einmal kurz ab. Ist ja nicht weit weg. Oh, der Angriff macht uns schneller. Bin mal gespannt, was da drin ist in der Truhe. Vielleicht ein Herzteil, wer weiß. Ich muss noch weiter nach oben. Ach, okay. Okay, okay, abspringen. Ja. Oh Gott. Paraschal. Bauchklatscher. Eieiei, immer diese brutalen Landungen. Na, was ist da drin? Oh, eine Herzmedaille. Du hast eine Herzmedaille erhalten. Trägst du sie bei dir? Wirst du häufiger auf Herzen stoßen? Nimm sie mit, falls dir deine Gesundheit am Herzen liegt. Das ist nice. Schön ins Itemlager deponieren. Aber da war ja ein Loch im Felsen, oder? Gut so. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das will ich jetzt sehen, was da drin ist. Also noch eine Truhe denke ich mal nicht, aber wer weiß. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes zu entdecken in dem Ding. Ja. Ja. Aua. Ist er. Ein Herz haben wir verloren. Ach, da ist doch eine Truhe.
mich doch ver... Du willst mich doch veräppeln, oder? Wie kommt man denn da hoch? Ah, das ist wieder so ein komisches Ding. Ja. Okay, aber man kann hier noch eine Truhe sehen. Oder konnte zumindest, ja. Hier sieht man so den Deckel quasi. Also können wir hier später nochmal hin. Hallo? Wollte gerade sagen, ich will meinen Vogel rufen. Nein, Link möchte gerne sterben. So, was haben wir denn hier noch? Gehen wir erstmal... Na, nee, ich wollte eigentlich rauszoomen. So, das Ding können wir löschen. Na. Weit von Firon, da müssten wir dann zum Siegelhain. Weil die sind ein bisschen weiter weg. Kürbisinsel? Müsste ranellen. Roulette-Insel. Bambusinsel. Achso, da war der superschnelle Bambusfäller. War der Bambusfäller. Okay, na, dann gehen wir erstmal zum Wald von Firon. Da. Und dass der komische Wirbelstrudel da nicht zu packen kriegt. Und dann gehen wir erstmal zum Siegelhain. Denn ich möchte mich ein wenig mehr auf die Story konzentrieren. Aber das Rumgeflatter hier ganz witzig ist. So, rein, abspringen. Yay! Siegelhain, wir kommen! Oh, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bardo? Ah! Kuro, Hilfe! Was zum Teufel? Sag mal, spinnst du? Wie ist der denn drauf? Vor die Bruchlandung? Aua, 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 aua. Ja, das kannst du laut sein, Kollege. Was soll der das denn? Was war das denn für eine Aktion, Mann? Mir tut alles weh. Hast du nie gelernt, anständig zu landen, Kuro? Ist das, also, ich schon, aber du wahrscheinlich nicht. Oh, Vögelchen. Ah. Was waren das für witzige Vögel? Ja. Kann halt nicht jeder Vogel so groß sein wie du. Und was ist das da? Der kennt doch gar nichts. Aber wie, wer, wieso, wie, wo bin ich hier? Was ist hier eigentlich los? Nachdem Zelda verschwunden war, bist du ständig irgendwo unterwegs gewesen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich an dich ranhänge, finde ich Zelda. Aber wo sind wir jetzt? Was ist das hier? Der klingt wie ein Affe. Der klingt wie so ein Affe. Original wie ein Affe. Was ist das für ein Ort? Weißt du was? Ist Zelda hier? Unter den Wolken sollte doch gar nicht sein. Oder wie war das? Ja, ja, und die Welt ist eine Pizza. Alles klärchen, ja, keine Angst, das machen wir schon. Ich erzähle jetzt mal, wo du hier bist. Der grüne Fähnrich Link, der richtet das schon. Lukas, komme ich nicht mit bei dem, was du da erzählst. Ist er da nun in Sicherheit oder was? Ja. Gut. Sie ist also in Sicherheit. Sie ist in Sicherheit. Er hat so einen dämlichen Gesichtsausdruck. Das ist gut. So ein Glück. Aber eben hat er sich Sorgen gemacht, nicht wahr? So, Kuro. Hier ist eigentlich ja ganz nett. Es wird nur noch ein toller Name. Hiermit nenne ich dieses Land Bardonien. Ist das dein Ernst? Bardonien. Klingt wie Badezimmer. Was sagst du da, Kuro? Du meinst also, dass die alte Frau in dem Tempel dort weiß, wo sich Zelda aufhält? Alles klar, Kuro. Du hast deinen bescheidenen Beitrag geleistet. Jetzt bin ich dran.
Von jetzt ab werde ich mich persönlich um die Rettung Zeldas kümmern. Nein, das überlässt du gefälligst den Profis. Du spielst weiter Vogelhäuschen. Ich werde sie retten und mit ihr in den Wolkenhort zurückkehren. Bring dir es ab, Kumpel. Ich werde um Zeldas Hand anhalten und sie wird ja sagen. Wir werden für immer glücklich sein. Du musst dir also gar keine Hoffnung mehr machen. Ich gehe dann gleich mal zu der alten Frau. Viel Spaß noch im Leben. Kuro. Oh Mann. Der ist so hohl in der Birne, der findet die alte Frau nie. So Leute, wir sind wieder im Wald von Phyron und mähen das Gras. Nee, Quatsch. Oh. Ich wollte gerade sagen, wo ging es hier nochmal weiter? Aber da habe ich wieder so kleine Käferchen entdeckt. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Na, ganz vorsichtig. Vorsichtig, Link. Vorsichtig. Das sind auch so komische. Shit. Achso, nee, Quatsch. Das sind die, das sind die Hornkäfer, ne? Phyro-Riesenkäfer, so heißen die Dinger. Mit der Panzer dieses Insekts poliert, gewinnt es an Stärke, zittert und kräftigt alle Insekten. Da hatten wir, glaube ich, schon eins von. Eins, okay. Hier. Gut, ich dachte, das hätten wir noch nicht. Hm. So kann man sich irren. Was ist da oben noch? Achso, da ist nur so eine komische Frucht. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Das ist der Eingang von da. Vogelstatue. Siegelhain. Ah, okay. Da müssen wir hin. Wir gehen jetzt nicht zu der alten Dame, sondern sprechen erstmal mit dem Goron, denn er hat scheinbar eine Quest für uns. Hey. Ja, da bist du ja wieder. Und in Eile wie immer, habe ich recht? Mir geht es da ähnlich. Ich bin auch immer dabei, die Wunder dieser Erde zu erforschen. Keine leichte Aufgabe. Soll ich dir etwas davon erzählen? Ja, gerne. Wir wollen ja auch etwas über die Wetter fahren, nicht wahr? Na dann. Hör jetzt gut zu. Ich habe nämlich etwas Neues herausgefunden. Es gibt in dieser Welt Wände und Statuen. Ja, die auf schöne Klänge reagieren. Ah, willst du mehr dazu hören? Ja klar doch, wir haben nur gerade die Lyra erhalten. Ja, ha, das höre ich gerne. Du bist ein echter Abenteurer. Aber bevor ich dir von Wänden und Statuen erzähle, sag mal. Kennst du den Himmelsfalter? Himmelsfalter? Nö. Sorry, nie gehört. Was soll denn das sein? Der Himmelsfalter ist ein wunderschöner blauer Schmetterling. Ah, doch. Doch, stimmt. Jetzt dämmert's wieder. Da hat man, glaube ich, einen von gefangen sogar. Und da er nicht nur schön, sondern auch sehr robust ist, kann er in beinahe allen Umgebungen überleben. Du kannst ihn mit Sicherheit auch hier in der Gegend finden. Den alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter in der Nähe der Statuen und Wände. Beinahe scheint es, als wüssten sie um deren Besonderheit. Willst du mehr dazu hören? Ja, gerne. Was interessiert dich? Eigentlich beides, aber wir müssen ja eins auswählen. Das finde ich übrigens immer ganz cool bei Zelda, dass man immer so abseits von der hauptsächlichen Line immer wieder was über die Welt erfährt und auch über Personen und so. Das ist auch ein besonderes Merkmal der Zelda-Spiele, finde ich. Gehen wir mal von links nach rechts, also erstmal die Statuen. Den alten Schriften zufolge bewegen sich diese Statuen, derweilen sie mysteriöse Botschaften aussprechen. Es sind fürwahr sprechende Statuen. Soll ich dir mehr erzählen? Gerne. Immer her damit. Infos, Input, Input, Input. Ja, also ehrlich gesagt, bin ich noch nicht ganz so weit. Ja, wie? Aber beim nächsten Mal kann ich dir mehr darüber sagen. Versprochen. Okay. Labern wir nochmal an. Die alten Schriften zufolge versammeln sich die Himmelsfalter, bla bla bla. Wir wollen jetzt etwas über die Wände erfahren. Gerne? Wände. Den alten Schriften zufolge hat die Göttin diese Wände hinterlassen, damit ein Held sie findet. Wer kann das wohl sein? Und angeblich kommt das, was dieser sich wünscht, dann aus den Wänden hervorgesprungen. Man nennt sie Wände der Göttin. Willst du mehr dazu erfahren? Jo. Ja, bin ich noch nicht so weit. Och Mensch, streng dich mal mehr an. Ja gut, dann halt beim nächsten Mal. Aber wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Auch wenn das vielleicht nicht alle oder nicht jeden
von euch interessieren dürfte, aber es gehört mit zu den, meiner Meinung nach, zu den Zelda-Spielen eben dazu, dass man auch mit den Leuten spricht und dann so auch etwas über die Welt erfährt. So. Wir müssen jetzt hier raufklettern, oder? Ja, genau, wusste ich doch. Zack, zack, zack. Und da ich mich sehr für die Welt und das Drumherum auch interessiere, versuche ich natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. So, jetzt sind wir schon im Siegelheim. So, müssen wir jetzt nochmal ganz runter? Entledigen wir uns erstmal diesen Mistviechern. Moment, wie ging das nochmal? Nimmt man mal ein paar Tage nicht auf, schon verlernt man das komplette Spiel. Wusste ich doch, dass das so ging. Na. Zack. So. Ich muss ein bisschen mit dem Mikrofonständer aufpassen. Bei der Bewegungssteuerung. Oh, ein Herz allein. Müssen wir jetzt ganz runter oder müssen wir hier rein? Hier, da war ja eigentlich nur diese Quelle der Dunkelheit, die wir freigeputzt haben. Ich schätze mal, wir müssen hier rein. Ich bin gerade am Überlegen, haben wir so eine Statue und so eine Wand schon mal gesehen? Was soll das denn heißen? War doch so doof. Oh los, sag das nochmal. Es tut mir leid, aber du bist nicht derjenige, der dir da helfen kann. Dö. Tja, Pech, Badulein. Ihre Bestimmung, die Welt zu retten, wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit festgelegt. Blödsinn! Ich, Bardo, soll Zelda nicht helfen können? Richtig, bist du dämlich dafür. Warum sollte ich sonst hier sein, hä? Wer soll ihr denn sonst helfen? Hinter dir steht da jemand. Das hätte ich mir ja denken können. Du wieder! Natürlich kannst nur du allein Zelda retten, Nick. Na klar. Kuro. Lächerlich. Wen interessiert dieses angebliche Schicksal? Ich pfeife auf das Schicksal. Ich glaube kein Wort von diesem Unsinn. Dann renn nur in ein Verderben. Viel Spaß. Genug der Worte. Kuro, hast du Zelda gefunden? Du hast sie also doch noch getroffen. Der Name der Frau, die du mit Zelda gesehen hast, lautet Impa. Die Göttin hat sie geschickt, um Zelda beizustehen. Um ihre Bestimmung erfüllen zu können, müssen Zelda und Impa an verschiedene Orte reisen. Aber da Impa das Portal zerstört hat, durch das sie gegangen sind, ja, dann gibt es nur eine Möglichkeit, ihnen zu folgen. Die Lyra, die Zelda dir gegeben hat, du musst ihr ihre Kraft zunutze machen. Also, Kuro, hast du schon versucht, die Lyra zu spielen? Ja. In der Anmoderation. Klingt sehr schön. Ich sehe dir an, dass du ein wenig Hilfe brauchst. Keine Sorge, ich kann es dir beibringen. Ja, gerne. Drücke zuerst Steuerkreuz nach oben, um die Lyra in die Hand zu nehmen und dann A, um die richtige Haltung einzunehmen. Drücke hoch. Zeige mit der Wii-Bedienung nach vorne. Ja. Halte A gedrückt und bewege die Wii-Fernbedienung mit großzügigen Bewegungen nach links und rechts. Nur nicht ganz so großzügig, ansonsten haue ich das Mikrofon weg. Okay. Achte auf meinen Haarschmuck und spiele schneller. Ach so, auf der komische Pendel da, wa? Wie geht denn das jetzt? Ah. Okay. Sehr schön gespielt. Also auf das Pendel musste man achten quasi. Und im gleichen Takt spielen. Machen wir weiter. Versuche jetzt im selben Rhythmus wie der Lichtkreis zu spielen. Oh Gott. Ich singe zu der Musik ein Lied. Dieses Lied wird dir auf deiner Reise nützlich sein. Ja, das singe ich aber nicht vor.
Okay. Nicht so einfach, die ganze Zeit im Takt zu bleiben. Oh yeah. Die Melodie, die geht doch sofort ins Blut. Du hast die Hymne der Göttin erlernt. Diese mysteriöse Melodie stammt aus uralten Zeiten. Oh, was passiert denn jetzt da? Was denn das denn? Die Lyra, die du da hast, das ist die Lyra der Göttin. Sie gehörte der Göttin, die einst dieses Land beherrschte. Ihre Melodien vermögen geheimnisvolle Dinge zu bewirken, ein wundersames Instrument. Und diese gewaltige Wand, die du hier siehst, das ist das Zeitportal. Es ist das letzte seiner Art. Die einzige Verbindung zu der Welt, in der sich Zelda aufhält. Wenn du durch dieses Portal gehst, gelangst du zu Zelda. Aber um es zu öffnen, musst du unzählige Gefahren und Hindernisse überwinden. Kuro, du musst diesen Weg beschreiten, auch wenn er gefährlich ist. Dazu wurdest du von der Göttin auserwählt. Boah, was passiert denn jetzt? Es ist also geschehen. Er hat das Siegel gebrochen. Ich hatte erwartet, dass er auf das Erscheinen des Portals reagieren würde, aber dass das Siegel so schnell nachgibt. Wir reden später, Kuro. Du musst schnell nach draußen auf den Grund des Siegelhains. Oh Gott, das klingt ja nicht gut, Leute. Das klingt gar nicht gut hier. Aber so viel Zeit muss er ja nicht, will was ausprobieren. Boing. Okay, klappt nicht. Da müssen wir erstmal hier weg. Was passiert denn hier, ey? Alles bebt, grummelt. Und wir haben etwas über die Herkunft dieser Lyra erfahren. Sehr interessant, wie ich finde. Mal nebenbei bemerkt. Die Quelle ist scheinbar wieder da. Was ist das? Achso, das ist Bardo. Was ist das? Die Erde, sie bebt. Ein Erdbeben. Kuro, schnell zum Siegelstein in der Mitte des Hains. Wer weiß, wann das Böse erwacht. Du musst dich beeilen. Okay. Aber ganz fix. Yay! So. Yay! Klappt auch wunderbärchen. So. Das sieht böse aus. Boah. Ich glaube, das Böse ist gerade erwacht. Ach du Heilige. Das ist das Viech, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Der Verbannte. Moin. Er hat das Siegel gebrochen. Ich erzähle dir später mehr darüber. Jetzt muss er erst dafür sorgen, dass er nicht aus seinem Loch entkommen kann. Er darf den Tempel nicht erreichen. Ja, Hilfe. Hebe. Wie machen wir das? Okay, einfach mal spontan hochfliegen. Vielleicht müssen wir auf ihn drauf oder so.
Mal kicke. Na. Weil probieren geht ja über studieren, ne? Vielleicht können wir den auf den Stein kloppen hier irgendwie. Ah, man kann tatsächlich auf den rauf. Das war sogar richtig. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wenn wir den... Was macht es denn jetzt? Du Kacke, es robbt nach oben. Nächster. Da kommt das... Ja. Dann drückt er sich den Stein wieder nach oben. Dann müssen wir da wohl mehrere Male machen. Uiuiui. Ja, so. Und... Pauschal. So, Kollege. So. So. Haha. Also man muss den immer aus einem von einer bestimmten Richtung treffen. Ansonsten prallt man ab. Der Kampf, der gefällt mir jetzt irgendwie. Der ist zwar simpel, aber gefällt mir so vom Style her. So, vielleicht können wir ja schon mal vorab über den gleiten. Oh, jetzt kommt der... Ah, puh! Ich hoffe mal, das ist auch wirklich richtig. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir sonst an den drankommen sollten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wieder nach oben. Aber doch nicht so. Na. Ah. Ha! Oder doch so. Von links? Nee. Oder rechts wieder? Okay. So. Und nochmal. Na, ist er erledigt. Alter, der einen riesen Maul, ey. Hast du genug, Großmäulchen? Macht der jetzt Puff? Oh! Der ist ja richtig explodiert. Los, Kuro! Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein! Schnell! Ja, sofort, Chef. Sofort, Chefe. Machen wir. Keine Hektik. So. Eins, zwei, drei und zing! Oh Gott. Hat doch funktioniert. Ja. Jawohl, haben wir ihn wieder versiegelt. Welch Heldentum. Muss ich schon zugeben, das war doch mega heroisch gerade, dieser Moment, als er den wieder versiegelt hat. Sehr gut, Kuro. Auch wenn er gerade erst erwacht war, es ist beeindruckend, dass du es geschafft hast, ihn wieder in sein Gefängnis zu versiegeln. Leider wird er es immer wieder versuchen, aber zumindest hast du uns etwas Zeit verschafft. Diese Bestie ist der Verbannte, ein mächtiges und furchtbares Ungeheuer, die Geißel dieser Welt. Er wird nicht aufgeben und immer weiter versuchen, das Siegel, das ihn hält, zu brechen. Du hast nur wenig Zeit, die dir auferlegte Bestimmung zu erfüllen. Komm mit, Kuro, es gibt viel zu bereden.
Na, checkst es jetzt, Bardo? Wie du siehst, ist das Portal im Moment geschlossen und sieht aus wie ein ganz gewöhnlicher Stein. Es ruht. Um es zu wecken, benötigt man eine besondere, eine sehr starke Kraft. Diese Kraft ist das heilige Licht, der Himmelsstrahl, der von deinem Schwert ausgeht. Leider besitzt dein Schwert im Moment nicht die Kraft, das Portal zu öffnen. Damit du das Portal öffnen kannst, müssen dein Schwert und du noch an Stärke gewinnen. Das kann man noch stärker machen. Der Wald von Phyron, der Vulkan Eldin, die Wüste Ranel. Du musst die an diesen Orten verborgenen heiligen Flammen finden und dein Schwert in ihnen reinigen. Nur wenn es von diesen Flammen gesegnet wurde, erhält dein Schwert die benötigte zusätzliche Kraft. Hinweise zu den drei Flammen sind in der Hymne der Göttin verborgen, die in deiner Heimat Wolkenhort gesungen wird. Finde diese Hinweise und mache dich auf die Suche nach den drei heiligen Flammen. Kehre zuerst zum Wolkenhort zurück. Es muss dort jemanden geben, der den Text dieses Liedes kennt. Ja, Zelda. Aber Fei müsste das doch eigentlich auch kennen. Da bloß er kennt das. Es tut weh, das zugeben zu müssen, aber das Mütterchen hat wohl recht. Ich kann Zelda nicht helfen. Urteile nicht vorschnell. Du wirst sehen, auch du hast eine Aufgabe zu erfüllen. Geh nun, Kuro. Um Zelda zu retten, musst du deinem Schicksal vertrauen. Okay. Packen wir es an. Aber wir packen es in der nächsten Folge an. Fei möchte schon wieder mit uns reden. Aber wir hören ihr erst in der nächsten Folge zu. Fei kann noch ein bisschen warten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Ich mach's gut und ihr macht's besser. Ciao.